Also Sie bei TSV Badenia haben ja mehr Frauen als Männer im Buhl-Sport. Ist das denn jetzt ein regionales Phänomen oder ist Buhl an sich einfach ein frauendominierter Sport? Nein, also Buhl ist kein frauendominierter Sport, sondern eher männerlastig, leider immer noch. Und Badenia stellt da eher auch die Ausnahme dar, dass wir fast 50% oder 50% der Mitglieder in der Buhl-Abteilung Frauen sind. Mit 110 Mitgliedern sind Sie ja als Verein nicht besonders klein. Also natürlich im Vergleich mit Fußball oder Handball immer noch sehr winzig. Aber was muss man denn tun oder was muss denn gemacht werden, dass Buhl an Mitglieder gewinnt? Wir haben 2004 mit 4 Menschen angefangen, ohne dass wir genau wussten, was dieses Spiel bedeutet. Dieser Verein hat, also TSV Badenia, einfach eine Anlage gebaut, weil Feldhandball nicht mehr angesagt war. Und dann wurde gefragt, könnte sich jemand vorstellen, da mitzumachen? Ich habe damals gesagt, ja, ohne den Sport so wirklich zu kennen. Und wir haben mit 4 Menschen angefangen und haben dann so die Freude an dem Spiel entdeckt. Anfangs wirklich nur freizeitmäßig. Und das hat auch einen hohen Stellenwert, also abends gemeinsam zu spielen, zu losen. Jeder spielt mit jedem und gegen jeden, egal in welcher Liga und in welcher Spielklasse der oder diejenige spielt, egal ob körperlich eingeschränkt oder nicht eingeschränkt. Das macht, glaube ich, das Gemeinsame aus. Ein bisschen die Balance zu halten zwischen denen, die das als reinen Freizeitsport betreiben wollen und denen, die das als Leistungssport, das war ja jetzt mit der Deutschen Meisterschaft eher in Richtung Wettkampf, Leistungssport, diese Balance dahin zu kriegen, dass beide ihre Berechtigung haben, auf so einem Platz zu spielen und gemeinsam spielen können, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst. Ein Vorteil ist ja natürlich, dass man beim Buhl das in jedem Alter spielen kann, also dass es da ja auch keine Grenzen gibt. Natürlich auch, weil der Körpereinsatz da auch etwas geringer ist, wie bei anderen Sportarten. Aber was würden Sie denn jetzt sagen, gibt es denn auch welche, die die Sportart im Alter wechseln und dann zu Ihnen kommen, um Buhl zu spielen, weil man diesen Sport dann auch im Alter machen kann? Ja, also es gibt wirklich Mitglieder aus den anderen Abteilungen, die aktiv Tennis gespielt haben oder eben auch aktiv Fußball gespielt haben, die sagen, ich würde gerne weiter in dem Verein Aktivsport betreiben. Ich probiere es jetzt mit Buhl. Buhl kann man wirklich in jedem Alter spielen. Und das sieht man auch an der Altersstruktur in dieser Abteilung. Der Jüngste ist, glaube ich, 6, 7 jetzt. Und die Älteste ist weit über 80. Und die spielen alle zusammen auf einem Platz. Und das passt. Also da ist nicht unbedingt ein Leistungsgefälle dazwischen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Kamrath. Gerne. Gute Zeit noch.